Hallo ihr Lieben, ihr werdet es kaum glauben. Herzlich willkommen zum Varo-Finale. Es ist soweit. Vincent, wie geht's dir? Naja, aufgeregt auf jeden Fall. Ja. Fast genauso wie in der ersten Folge. Genau, so geht's mir auch. Wir haben uns jetzt zum Finale verabredet. Auch schon so ein bisschen. Mit Lykan und Notoka. Und ich hatte immer Probleme mit dem Server-Joinen, deswegen werde ich jetzt erstmal. Ich trete jetzt bei Vincent und wenn es geht, dann sage ich dir sofort Bescheid. Genau. So, ich mache Server beitreten. Es sieht gut aus. Okay, soll ich connecten? Ich kann zwar noch nichts sehen, aber ich habe noch. Ja, komm rauf. Komm rauf. Okay, tief durchatmen, meine Hände zittern. So, ich brauche einen Ofen. Ich kann ja noch gar nichts machen. Meine Hände zittern. Wie soll ich mit Pfeil und Bogen schießen? Kannst du mir das bitte sagen? Und die anderen sind auch schon drauf. Ja. Es gewittert, um Gottes Willen. Oh, nee. Nein. Hallo. Das fehlt noch. Ich kann gar nicht mehr schreiben. Oh, so, okay, also pass auf. Ich brauche Ofen. Ich kann mich bewegen. Ja, ich auch. Ich stelle hier kurz den Ofen hin. Kohle rein. Und ich muss noch hier, wo ist mein Fleisch? Drei Fleisch. Ich meine, man kann es jetzt ja schon sagen, was wir vorhaben. Ich spawne, kurz bevor es anfängt, spawne ich zwei Eisengolems. Und die werden uns ein bisschen helfen. Ich hoffe es. Also ich muss mir jetzt merken, pass auf, ich habe... Ich habe mein Schwert. So, das ist da. Das ist der Bogen. Dann habe ich auf 3 mein Essen. Ich habe auf R mein Feuerzeug. Und wenn ich... F ist goldener Apfel. Ich werde mir die Hotkeys leider nicht merken können, glaube ich. Ich sehe mich in der Hektik schon wieder. Oh Gott. So, das Fleisch ist fertig. In der Hektik, Ja. Muss ich noch irgendwas auswählen? Warte, ich kann noch einen goldenen Apfel machen. Willst du den nehmen? Mir ist es egal, wer den nimmt. Echt. Also du kannst, wenn du dich damit sicher fühlst, nein, dann du den. Nein, ich weiß nicht. Hier, nimm du den. Dann hast du 3, ich habe 2. Jetzt habe ich. Was denn? Oh Mann, oh Vincent, nimm den Apfel. Ja. Warte, ich leg. Ich versuch's dir. So. Da. Okay. Okay, es nützt jetzt nichts. Ach komm, es bringt auch nichts hier. Ich behalte die Saplings einfach im Inventar. Ich habe mein Schwert ausgerüstet. Nee, erst den Bogen, ne? Wir sollten... Mhm. Ich bin krass. Also ich habe mein Fleisch. Ich habe 14 Fleisch. Wie viel hast du zu essen? Ich habe 13. Okay, mehr habe ich das nicht. Das reicht aber. Also ich habe auf 1 habe ich meinen Stark. Ich habe mein Schwert, Bogen, Feuerzeug, goldene Apfel, Essen, Wasser, Enderperle. Ah! Ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Enderperle und einen Eisenblock und die Kürbisse. Und dann, wenn ich das gebaut habe, kommt da, wo der Eisenblock ist, Steine hin. Und da, wo der Kürbis ist, Pickaxe. Ja. Okay, wollen wir uns rausbauen? Ja. Hast du Holz auf dem Ofen, was du brauchst? Ja, der Ofen ist leer. Okay, warte. Ich hab schon geschrieben. Wir müssen... Warte. In welche Richtung müssen wir? Ich glaube hier, ne? Ja, glaube ich auch. Oh Gott, Leute, es wird ernst. Es kann sein, dass ich die komplette Folge gleich nicht reden werde. Ja, wir sind da. Oh Mann. Okay. Also wir haben es, Okay, komm mit. Oh mein Gott. Jeder geht auf die eine Seite. Warte mal. Geht genau gegen. Nein, wir sind noch nicht so weit. Ich möchte ein bisschen hinter den Baum erstmal. Ein Creeper! Hauptsache hier explodiert jetzt ein Creeper! Oh, hier. Yeah. komm ein bisschen hier zum Spawn, okay? Ja, ich komme, aber. So. So nah dran, wollen wir nicht irgendwo in Deckung gehen? Nee, wir müssen hier stehen. Okay, warte, ich sag Bescheid. Ich sehe Lykan nicht. Ich sehe aber Lykan nicht. Wo ist ja, Lykan? Mit dem Netherportal, wartet. 5 Sekunden. Ihr zählt runter.
Okay. Scheiße, wir müssen zurück. Warum, warum? Ich kann dir nicht bauen. Wir stellen uns hier hin, okay? Ja, ja, okay, dann bau den jetzt schon. Ich bleib hier stehen, so ein bisschen. Du hast ihn gebaut. Sollen sie runterzählen? Ja, ne? Die sollen hier bleiben, die laufen weg, die Golems. Ja, ich weiß, es klappt wahrscheinlich nicht. Okay. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Ich hab getroffen! Sehr geehrte Zuschauer, in den folgenden Minuten werden Sie auf Äußerungen und Ausraster stoßen, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Der Grund für dieses Verhalten ist Unzurechnungsfähigkeit. Achtung, der kommt näher, oh. Der kommt näher. Mann, wieso kommt der so nah? Wir machen Bogenkampf, du Hackfresse, ey, ganz im Ernst. Bleib im Golem, bleib im Golem. Der kommt. Hat mich getroffen. Hat er mit Trank? Ja, ich esse Bogen. Ich esse goldene Apfel. Hab mich getroffen. Ja, ich esse Bogen. Ich esse goldene Apfel. Hat mich getroffen. Hat er mit Trank? Ja, ich esse Bogen. Ich esse goldene Apfel. Mann, du Arschloch, ey. Das war richtig mies. Das war richtig mies. Die haben uns umzingelt. Ich bin tot. Das war scheiße. Ich bin down. Nein. Das war echt assig. Das fand ich richtig kacke. Weil die haben uns einer... Das war asozial. Das war einfach nur asozial. Nee, das war einfach fair. Die Golems haben uns aber irgendwie nicht geholfen. Nee, es war... Das Problem war, dass wir... Einer kam von rechts, einer kam von links. Ich hatte Lykan auf einmal hinter mir stehen. Ja. Und ich konnte nichts mehr machen. Ich war sofort tot. Ja, die hatten halt ein starkes Schwert. Das war ein Scheißkampf und ich bin sauer. Ja, nee, einfach... Es war ein guter Kampf. Sie haben gut gespielt. Aber ich habe scheiße gespielt. Das war einfach kacke, weil ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, zu kämpfen. Ja, ich hab einmal einen Pfeil geschossen und dann stand er schon hinter mir. Lykan, du Arsch! So. Ich war auch gerade ein bisschen überfordert einfach. Es war einfach so... Ja. Ich hätte vielleicht noch einen kriegen können an sich. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich gemacht habe. Aber entweder es war einfach so dann von... ich habe irgendwie dann gerade das... Ich konnte halt irgendwie schlecht zum Schwert switchen und ich war vergiftet. Das war ein bisschen das Problem. Ich habe die noch gut mit dem Bogen am Ende gehittet, aber... Du, ich habe... Die kamen zu zweit auf mich zu. Naja, also ich hatte... Ich habe noch auf Notoka geschossen mit einem Pfeil. Und der kam von vorne. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel schon gesehen, von hinten kommt Lykan. Habe mich noch umgedreht, habe noch irgendwie mein Schwert gezogen und drauf losgehauen. Aber ich war sofort tot. Ich war einfach sofort tot. Aber man muss auch sagen, die hatten halt bessere Rüstung. Die haben Tränke ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob Lykan überhaupt einen Trank benutzt hat. Aber meine Rüstung war halt auch ein bisschen, naja... Nicht so geil. Ja, das war jetzt also Varo. Wir haben verloren. Wir haben noch, können noch, ich bin noch nicht bereit, mit denen zu reden. Ja, ich finde, okay, an sich. Finde, ja, sie haben es schon gut gemacht, aber. Natürlich, wir sind auch bis ins Finale gekommen. Ich finde, wir waren auch gut, muss man sagen. Also, wir haben ziemlich lange überlebt. Und ich meine, wir sind. Die waren unter den zwei besten Teams. Ja. Und okay, ich finde, es war schon vorauszusehen. Ja. Sie waren einfach besser equipped und ich war ein bisschen doof gefunden, dass ich da diesen Trank abbekommen habe. Ja, das war scheiße. Etwas Pech. Und wir haben uns, ich habe mich auch nicht daran gehalten, was ich vorhatte, sondern nämlich immer bei den Golems zu stehen, weil die hätten nur einmal den Golem anhitten müssen, dann hätten die Golems das für uns geregelt sozusagen. Mhm. Ja, scheiße. Aber das hat nicht funktioniert. Also ich muss sagen, ich bin trotzdem enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich so, dass wir so schnell verlieren. Also es war eigentlich schon für mich fast kampflos.
weil ich kaum was machen konnte. Ich hatte mir eigentlich einen Kampf gewünscht, wo man wirklich erstmal so ein bisschen in den Bogenkampf geht. Und die sind aber sofort auf uns zugekommen. Das fand ich irgendwie doof. Ich meine, gut, hätten wir vielleicht an deren Stelle auch gemacht. Die wollten natürlich ihre Tränke werfen, aber für uns war es halt einfach, wir hatten einfach keine Chance. Naja, es war auch mit dem Nahkampf fast schon vorauszusehen. Ja, aber nicht so schnell. Also man hätte doch wenigstens mal so ein bisschen... Ich meine, dass wir den Nahkampf hatten wir nicht so viel Chance. Nee. Bogenkampf schon, aber ich habe dafür gezittert. Im Bogen habe ich nicht so viel getroffen. Ich habe mein erster Schuss hat gesessen. Mein erster Bogenschuss. Aber das war leider auch alles, was ich getroffen habe. Naja, kann man nichts machen. Ja. Immerhin, ne, finaler Kampf, nochmal ordentlich Adrenalin gehabt. Und eigentlich war es mir, ehrlich gesagt, ich wusste es schon irgendwo, dass wir verlieren. Ja, aber es war schon vorauszusehen, aber ich glaube, hätten wir noch ein bisschen länger mit dem Bogenkampf, dann hätten wir echt eine Chance gehabt. Oder wären zumindest auf einen die ganze Zeit gegangen, aber die Taktik war, von denen relativ gut so von zwei Seiten zu kommen. Ja. Dass sie, ich hätte jetzt gedacht, die bleiben zusammen da, aber nee. Kommt von zwei Seiten. Und das war halt, jeder hat sich einen geschnappt quasi. Ja gut, ich glaube, Notoka war erst auf dich und dann war ich aber ja schon tot und dann sind sie halt beide natürlich zu dir, ne? Naja, die kamen halt beide auch von einer Seite auf mich zu. Ich habe die noch mit dem Bogen ein bisschen zurückhalten können. Aber dann dachte ich so, okay, ich renne jetzt einfach weg und das war der Fehler. Aber dann habe ich gesehen, hinter mir war ein Baum und ich konnte nicht weiterlaufen. Ja. Und dann kam die nicht einmal geschlagen, konnte ich noch kurz laufen und dachte so, scheiße, auf dem ich jetzt einfach um wollte, auf ein Schwertgard gehen, auf eins. Habe es irgendwie voll verpeilt und dann, habe ich das Schwert irgendwie zu spät gezogen und dann war ich schon tot. Ja, als ich gesehen habe, dass Notoka angelaufen kam, vielleicht hätte ich draufballern müssen, aber ich habe mich erstmal zurückgezogen, weil er mir zu nah kam und das war wahrscheinlich auch ein Fehler wieder. Aber ich weiß, es ist halt in der Situation, du bist unter Stress, du kannst nicht richtig denken, das ist einfach. Und ich habe euch beschimpft, ne? Ihr kennt mich ja mittlerweile, ihr wisst, dass ich das nicht böse meine. Ansonsten Entschuldigung nochmal dafür, aber das musste einfach sein. Ja, ich will auch vielleicht nochmal Danke sagen an Dreibel und Horst genau. Für dieses richtig coole Projekt. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Genau, hat Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein separates Video dazu machen, wo ich einfach nochmal so ein bisschen davon erzähle, wie es war und die Erfahrung und was gut war, was vielleicht nicht so gut war, was man besser machen kann und so weiter. Ja, okay, ich kann es noch nicht richtig fassen eigentlich. Ich meine, es ist jetzt schon so ein bisschen so, man muss nicht mehr jeden Tag eine Folge hochladen. Und damit hatte ich ja schon mal ein bisschen... Ja, es war schwer manchmal, sagen wir es mal so. Genau, ich bin ein bisschen befreit davon. Genau. Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, dann danke, dass ihr zugeschaut habt bei unserem Varo Mini. Und was meinst du, Vincent, bist du beim nächsten Varo dabei? Also, wenn es das zulässt. Und wenn es eins gibt, auf jeden Fall. Ja. Dann wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwann gegeneinander kämpfen müssen. Das kann sein. Das kann natürlich sein. Ja. Aber werden wir dann halt sehen. Genau, wie der Zufall es so will. Okay, das war's mit Varo. Danke nochmal an alle, an die Projekterschaffer, an die Zuschauer, an alle anderen Teilnehmer. Genau. War schön. Ein wunderschönes Projekt. Genau. Sind wir sehr, sehr viel so, und jetzt werden wir auch hier zu sentimental. Wir machen jetzt einfach Schluss mit der Folge. Schluss mit Varo, Mini. Erstmal eine, was weiß ich, unbegrenzt, also noch nicht festgelegte Zeit. Und ich hoffe mal, dass es nächste Woche genauso cool wird. Genau. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.